Sucht man auf dem Markt ein gescheites Headset, findet man eigentlich ziemlich viel Scheiße und nur wenig Gutes. Anders kann ich es leider nicht sagen. Und heute wollen wir das ein bisschen ändern und deswegen stelle ich euch die Game Zero vor von Sennheiser. Die wurden mir von denen zur Verfügung gestellt, das Headset. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Es ist ein Gaming-Headset für etwas mehr Geld. Wie viel das ist, sage ich euch später noch, damit euer Eindruck nicht getrübt ist, jetzt direkt schon am Anfang. Jedenfalls haben wir das Headset hier. Schon allein die Verpackung ist schon was Edles und Sennheiser ist eine deutsche Firma für die Leute, die es nicht wissen. Und die produzieren qualitativ hochwertige Kopfhörer und vor allem Mikrofone und sind sehr bekannt. Also wer die nicht kennt, ja, kann ich auch nicht helfen. So, Verpackung, schön weißes Design. Hier oben haben wir die Game Series, Game Zero. Es gibt auch noch die Game One. Die kosten ein bisschen weniger, ich glaube 30 Euro, haben aber auch einiges nicht mit dabei. Was das ist, sehen wir gleich. Und zwar Professional Noise Blocking PC Gaming Headsets. Hier unten steht noch Supreme Comfort und wir haben 2 Jahre Garantie, was schon mal sehr geil ist. Dann haben wir auf der Rückseite nochmal weitere Beschreibungen. Und zwar haben wir hier in Deutsch eine äußerst präzise Wiedergabe von Sounds in Spielen durch die EAR-Technologie, genau. Das ist halt einfach für klaren Sound und so weiter. Sind halt einfach die ganzen Audiokomponenten sind halt wirklich gut eingestellt auf das richtige Spielgefühl. Dann haben wir XXL-Ohrpolster, sehen wir gleich noch, die sind wirklich extrem gut. Integrierte Lautstärkeregelung an der Ohrmuschel, sehen wir auch gleich noch. Und ein klappbares Design und eine Transporttasche, sodass man es einfach reintun kann. Zu dem Rest kommen wir gleich. Ich würde sagen, wir verpacken die Packung. Nee, Geschmarre, wir packen die Packung mal aus. Vielleicht gibt es noch kurz was zu sagen, und zwar hier an der Seite. Da sieht man einfach schon, wie die Verpackung gearbeitet ist, hier mit diesen Akzenten. Also das ist schon mal was, wo ich sage, da steckt einfach Qualität dahinter. Ach, an der Oberseite haben wir hier noch so eine Lasche. Das ist jetzt nichts Besonderes. Dann machen wir mal auf hier. Dafür ziehen wir dieses innere Paket mal raus. Und öffnen diese innere Verpackung. Dann nehmen wir alles raus. Da ist nämlich weiter nichts mit dabei. Jetzt hat es wahrscheinlich am Mikrofon geknallt, weil da habe ich gerade drauf gefasst. Tut mir leid. Dann haben wir das hier. Das ist die erste Verpackung, die wir zu Gesicht bekommen. Es ist ein Hardcase. Das haben wir im Game One nicht mit drinnen. Das heißt, hier habt ihr so eine wirklich robuste Verpackung, damit ihr euer Case überall mit hintragen könnt, mit einem schönen Sennheiser-Logo und oben so einer kleinen Tragehalterung. Ist immer schön, sowas zu haben, weil man nicht immer ja, irgendeine Tasche zur Hand hat, die wirklich robust genug ist, um da was reinzutun. Dann machen wir das Ganze mal auf hier. Und da sehen wir schon mal das Headset. Erster Eindruck ist doch extrem geil, würde ich mal so sagen. Dann haben wir das ganze Segment hier erstmal raus. Hier sieht man auch direkt, es ist so ein bisschen vorgefertigt, so ein bisschen vorgearbeitet, das Case, sodass die Kopfhörer hier auch perfekt drin reinpassen und nicht rumrutschen und immer umher eiern. So, kommen wir zuerst mal zu der nebensächlichen Geschichte hier. Und zwar haben wir hier einen Kopfhörerausgang, beziehungsweise Eingang eigentlich in die Kopfhörer, einen Mikrofoneingang. Man kann sich auf der Sennheiser Seite noch so einen Adapter kaufen, dass es auch so einen gemischten Klinkenanschluss wie beispielsweise für Smartphone kommt, sodass ihr das Teil wie ein Headset für Smartphone benutzen könnt. Finde ich eine coole Geschichte. Das Kabel ist gesleeved mit einem wirklich dünnen und qualitativ sehr hochwertigen Sleeve. Gefällt mir auch sehr gut. Dann haben wir hier, seht ihr ein bisschen so eine Schnalle für die Kabel, damit die nicht durcheinander fliegen. Und die gehen dann hier zusammen. Da ist der erste Kritikpunkt, den ich setzen muss, für einen. Jetzt sage ich den Preis, 230 bzw. 240 Euro, so in dem Dreh kann man die bekommen. Auf Amazon glaube ich 200 oder sowas. Für so teures Headset hätte ich mir gewünscht, dass man diesen Klinkenport rausziehen kann und auch auf die andere Seite packen kann, hier beispielsweise rein. Das ist in dem Fall nicht möglich, das finde ich nicht so schön, da man den Rechner ja immer auf unterschiedlichen Seiten hat und das Kabel sonst immer irgendwo rumhängt und nicht genau in der Richtung, wo man es eigentlich haben will.
Ist, finde ich, jetzt nicht so schön, aber das trübt jetzt meinen Eindruck eigentlich nur ganz ein kleines bisschen. Also ist jetzt nicht ganz so eigentlich schlimm. Dann gucken wir uns zuerst einmal das Mikrofon an. Das ist auch hier schön in so einer Verpackung mit drinnen. Dafür machen wir das mal aus, auf hier. Und das ist das Mikrofon. Das ist ein Noise-Blocking-Mikrofon. Das heißt, wir haben, wenn ich das richtig verstanden habe, auf dieser Seite ein Mikrofon und auf dieser Seite, in die wir reinsprechen. Und die integrierte Treiber-Software sozusagen filtert dann die Geräusche, die Geräusche von innen eigentlich überlagern, filtert die raus. Und so hört man eigentlich nur noch die Stimme. Könnt ihr mal auf der Sennheiser-Seite nachgucken von Game Zero. Da haben die so eine kleine Simulation eingerichtet, ohne Noise Blocking und mit Noise Blocking. Und da sieht man dann schon richtig, wie stark das einen Einfluss drauf hat. Und hier innen drinnen ist auch noch so eine schöne metallene Struktur drinnen. Finde ich auch sehr cool. Also da wurden auf sehr viele Details geachtet, genauso wie hier. Wir haben hier so ein rotes Design, so ein paar rote Streifen hier drinnen und hier so ein flexibles Gummiband, was ihr dann so, ja, so im richtigen Winkel ausrichten könnt zu eurem Mund. Ihr solltet meistens so ein bisschen unter eurem Mund sein, sonst habt ihr die ganze Zeit so ein Popping, wenn ihr irgendwie so pötike Geräusche macht in das Mikrofon. Das kann passieren, aber passiert bei dem Mikrofon eigentlich sogar recht selten. Ich habe das nämlich schon mal ausprobiert, ein Kumpel von mir hat es gehabt oder hat es immer noch und der ist sehr begeistert. Deswegen habe ich mal bei Sennheiser gefragt, ob die mir das auch mal schicken können. Und ja, dann kommen wir mal zu den Earpads. Die macht man einfach so auf, ganz simpel, hier einfach so rüber. Man kann sie auch wieder so zusammenklappen und schön verschränken, sodass sie sich nicht gegenseitig beschädigen. Ist auch eine coole Sache. Ach, bevor wir einfach mal zu denen kommen, schauen wir uns mal hier eine kleine Funktion an, die es hier gibt. Und zwar kann man, indem man das Mikrofon nach oben macht, ich halte es mal kurz ins Mikro. Genau, da hört ihr es wahrscheinlich, dieses Klickgeräusch. Wenn man nach oben geht, mutet der sich und ihr müsst beispielsweise gar nicht den Mikrofonklinke oder die Mikrofonklinke irgendwie aus dem Mikrofonport rausziehen, wenn ihr euch muten müsst. Oder ihr müsst keine Shortcuts auf der Tastatur machen, sondern könnt es direkt einfach mit dem Mikro hoch und runter machen. Sieht man heutzutage bei recht vielen Headsets. Finde ich eine geile Sache, dass sie das hier auch gemacht haben. Und nicht irgendwie ins Kabel implementiert haben mit so einem Mute-Switch. Die haben mir früher nicht so gefallen, weil man da immer suchen musste, wo ist das jetzt? Und ja, genauso einen guten Vorteil wie diese Mute-Funktion haben wir hier. Wir haben so ein Volume-Rad. Das heißt, ihr könnt das Volume hoch und runter drehen, einfach indem ihr an euer Ohr fasst und könnt dann hier so schön komfortabel regeln. Da müsst ihr auch nicht mehr an dem Kabel suchen, wo das ist. Auch sehr komfortabel und geht auch recht gut von der Hand. Und hier ebenfalls wieder so schöne rote Akzente mit dem Sennheiser-Logo und hier so ein paar Gummistrukturen eingearbeitet. Sind sehr coole Sache, also schon sehr qualitativ hochwertig. Es ist auch nicht so leicht, nicht so schwer, dieses Teil. Mit 312 Gramm ist es ein recht leichtes Headset und sitzt dadurch einfach leicht auf dem Kopf und wird nicht schwer. Dass es noch komfortabler sitzt, machen diese Kopfpolster hier ein bisschen aus. Die sind ein bisschen zu dünn und ein bisschen zu leicht geraten, finde ich. Die hätte man ruhig noch ein bisschen robuster machen können, weil so nach 4, 5 Stunden Zocken tut es dann schon auf dem Kopf ein bisschen, ja, weh tut es nicht, aber es ist ein bisschen unangenehm mit der Zeit. Aber an sich ist das schon recht in Ordnung. Die Kopfoberseite hier ist aus einem robusten Kunststoff gearbeitet und wir haben hier nochmal ein schönes Sennheiser-Logo. Dann haben wir hier innen diese. Die Polster, die sind im Gegensatz zu dem Ding hier oben nochmal ein Stück weicher, aber das ist gar nicht so schlimm, weil die sind wirklich gut gemacht. Was es auch hier recht witzig ist und cool, da sieht man es schon, hier ist es dünn und hier wird es dann dicker, sodass das auf eurem Ohr wirklich perfekt sitzt. Und dann haben wir hier in der Mitte noch so dieses rote, ja, so einen roten Stoff, bei dem dann das Mikrofon, der Lautsprecher dann hier hinter sitzt. Das ist sehr cool. Das ist ein Lautsprecher, der 10 bis 26.000 Hertz schafft. Also das ist ein guter Bereich. Und das Kabel ist, wollte ich nur mal kurz anmerken, 3 Meter lang. Also das sollte auch überall hingehen. Da sollten keine Probleme sein. Und die Seite, auf welches jetzt welcher Kopfhörer muss, ist auch leicht erkennbar. Und zwar haben wir hier rechts und links.
auf beiden Seiten markiert. Das hatte ich nämlich auch schon mal gesehen, dass manche Firmen das nur auf einer Seite markieren und hier hat man es auf beiden Seiten, ist auch eine geile Sache. Und ja, ich glaube, das war sogar im Groben. Was Sennheiser hier auch gemacht hat, die haben die Lautsprecher so integriert, dass die wirklich genau auf das auf die Ohrmuschel gehen und das und der Sound dann direkt ins Ohr reingeht und nicht irgendwie an der Ohrmuschel abprallt und dann irgendwo anders hin. Ich habe keine Ahnung, aber jedenfalls funktioniert es gut. Die kommen schön ins Ohr rein, die Geräusche. Und trotz dessen, dass es nur 2.1 Sound ist, also nur zwei Lautsprecher hier drinnen hat, hat man ein Gefühl beim Spielen, als wäre das 7.1 oder 5.1 Surround Sound. Das ist eine coole Sache und da muss man eigentlich nicht immer ein 7.1 Headset kaufen, weil das ist meines Erachtens jetzt nicht so, als würde man da wirklich hören, von wo jetzt die Typen genau kommen und macht für mich eher weniger Sinn. Dann ist vielleicht noch kurz was zu sagen, und zwar haben die hier so eine Art Shielding gemacht. Das heißt, ihr habt nicht nur die Platte hier außen, diese hier integriert als Geräuschdämmung für außen, sondern hier innen drin ist nochmal so ein Teil und das soll halt einfach nochmal mehr eure Ohren vom Außen her halt von der Umwelt abschirmen. Und ist auch eine gute Sache, es funktioniert recht gut. Wenn die Kopfhörer auf sind, hört ihr natürlich noch was, wenn keine Musik läuft. Aber wenn ihr jetzt zockt oder eben Musik läuft, dann hört man nichts mehr von dem, was außen um euch rum geschieht. Hier im Inneren, muss ich vielleicht noch sagen, befinden sich dann die Scharniere. Könnt ihr hier sehen. Diese gehen wirklich auch sehr leicht. Hier ist noch so ein Kugellager, sodass ihr das nach oben machen könnt. Klippt auch so ein kleines bisschen ein, sodass es dann wirklich stabil hält. Und mehr muss ich nicht sagen. Ich glaube, das war's von dem Video. Mehr ist hier nicht mit dabei. Was auch schön ist, da sieht man einfach, in welchem Detail die arbeiten. Die haben hier, fokussiert jetzt nicht gescheit, hier nochmal so ein Gummi mit eingearbeitet, sodass die nicht aneinander knallen und die ganze Zeit irgendwelche komischen Geräusche machen, so wenn Plastik aneinander knallt. Sind hier noch so kleine Geräuschdämmungsplatten mit drinnen. Hier diese Dinge. So kleine Nupsis. Auch eine wirklich schöne Sache und das ist einfach Sennheiser-typisch und dafür gebe ich einen Daumen hoch und wirklich eine Empfehlung. Link dazu in der Videobeschreibung. So, und das war's jetzt auch von dem Video. Ich habe das Headset auf, ihr könnt es euch mal kurz angucken. Hier, so in etwa sieht es aus. Vielleicht auf meinem Kopf sieht es jetzt nicht so geil aus, wie es bei euch vielleicht aussieht. Aber ich finde, es ist in Ordnung vom Design her. Ich habe ein relativ, ja, ich sage jetzt mal, eher in der Höhe eher einen etwas dünneren Kopf. Wenn ihr schon einen langen Kopf habt, sieht das Headset, glaube ich, noch besser aus. Aber mir gefällt es sehr gut. Der Ton, den hört ihr jetzt gerade vom Mikrofon. Also auch in Ordnung, hört sich, ja, wie halt bei den Headsets so üblich, so ein bisschen blechern an. Aber es ist in Ordnung, der Sound. Vor allem, naja, in Ordnung ist eigentlich untertrieben. Der Sound vom Mikrofon ist wirklich sehr gut vergleichbar. Das findet man eher weniger im Internet. Vor allem bei Headsets, da kann man ein bisschen daneben greifen. Da gibt es einige Headsets, die wirklich scheißteuer sind, aber dann wirklich schlechte Mikrofonqualität haben. Aber so finde ich das ganz in Ordnung. Jetzt können wir noch kurz mal den Popschutz machen. Der wird jetzt auf dem Mikrofon vielleicht stärker sein, wie er dann am Rechner ist. Gehen wir mal gucken. Also ist, glaube ich, auch hoffentlich in Ordnung. Und das war's vom Video. Können wir hier nochmal kurz gucken. Schauen wir es uns nochmal an hier. Schön tief in die Kamera reingehen. Und ja, das war's. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Würde mich über einen Daumen hoch, Daumen runter auch freuen. Und wenn ihr ein Abo da lasst. Und herzlichen Dank nochmal an Sennheiser. Hat mich gefreut, das Headset zu testen. Und vor allem, dass ich es jetzt auch behalten darf, ist sehr geil. Und ich habe es auch schon einigen Leuten weiterempfohlen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Amazon-Link. Wäre cool, wenn ihr euch da was kauft. Da unterstützt ihr mich immer. Das ist mit einer meiner Haupteinnahmequellen für YouTube, dass ich einfach mehr Produkte habe und so weiter. Also, nicht mehr viel quatschen. Servus, ciao.